Microsoft hat im April letzten Jahres gemeinsam mit BMW die sogenannte Open Manufacturing Plattform ins Leben gerufen. Dabei ging es ja vor allem darum, die Entwicklung von Industrie 4.0 Lösungen zu beschleunigen. Könntest du uns noch einmal genauer erklären, worum es dabei ging und welche Rolle Open Source in diesem Kontext insbesondere spielt? Ja, so Open Manufacturing Platform ist nichts anderes als, ich nenne es Applied Industry 4. Industry 4 als Standard ist natürlich richtungsweisend und zeigt in die Digitalisierung der Industrie, Manufacturing und so weiter und so fort. Standards sind aber nur so weit interessant, wenn sie mit Leben gefüllt werden. Das heißt also, wenn ich in eine Fabrik gehen kann und sage, ah, das ist eine digitalisierte Industry 4 basierte Fabrik. Das heißt also, ich muss sagen, was heißt denn das? Wie bekomme ich Software, die diese Standards unterstützt? Und wie bekomme ich sie praktikabel, sodass die Manufacturer sagen können, okay, es löst wirklich Probleme oder gibt mir neue Möglichkeiten. Daher haben BMW und Microsoft beschlossen, zusammen jetzt mit ZF, Bosch, InBev und ich bin mir nicht sicher, wer da noch fehlt, aber da gibt es noch einige andere, die jetzt angefangen haben, von Manufacturing für Manufacturing Industrie 4 in einen konkreten Kontext zu setzen. Und zwar so, dass Lösungen, die alle brauchen, ob das jetzt Connectivity oder Security oder was auch immer ist, wir nennen das Non-Differentiating auf Neudeutsch, Lösungen, dass die halt eben auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt werden. Und es wird zwei Möglichkeiten geben, diese Dinge auszudrücken. Das eine ist eine Referenzarchitektur, zu sagen, okay, so macht man sowas. Und das andere ist eine Referenzimplementierung in Open Source. OMP, also die Open Manufacturing Plattform, zwingt aber niemanden in Open Source zu arbeiten, wenn er nicht möchte. Das heißt also, wenn man als Lösungsanbieter die Referenzarchitektur nehmen möchte und in eigener Software bereitstellen möchte, ist das völlig okay. Aber die Referenzimplementierung wird Open Source und ist Open Source, damit wir halt eben alles das, was wir vorher schon besprochen haben, also die Wertschöpfungskette zu erweitern, jeden einzuladen, ob das ein Individual oder eine Company oder auch das die öffentliche Hand ist, entsprechend im Industrie 4-Kontext Wert zu schaffen.